Hallo, seid gegrüßt am 13. Dezember. Ich mache das Türchen der lieben Yvonne auf, meiner Bastelmami. Schnipp. Und das noch räume ich mit der Seite. Das kann ich ja eigentlich auch schon mal vorher machen, ne? Aber naja, man denkt ja auch nicht dran. Ja, es ist wieder ein Umschlag und eine Schachtel. Ich fange mit dem Umschlag an. Und zwar werde ich ja versuchen, auch die Sterne noch abzumachen. Ich hoffe, dass es geht. Ich weiß nicht, ich kann nichts versprechen. Also, doch, es sieht gut aus. Und hier haben wir so einen Engel drauf. Oh, finde ich auch toll. Ja, machen wir mal auf. Machen wir mal auf. Ihr könnt ja gar nichts sehen. So. Was hier drin? Also, es ist ein bisschen dicker hier drin. Also, es flügelt hier rum. Mal gucken. Also, es ist, glaube ich, kein Papier. Weiß ich allerdings nicht. Es klebt wie Hulle. Und wir haben... Oh, ja, oh nein, oh nein. So, nun ist aber alles raus. Oh nein, oh, ist das niedlich. Oh, guckt euch das mal an. Und zwar hat sie aus Gießharz so ein Kristall. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Kann ich euch das irgendwie... Es ist ja... Es ist so ein Kristall. Also es ist nicht... Doch, jetzt könnt ihr es sehen, ne? Also es ist geschliffen. Also wie so ein geschliffener Diamant. Oh, das ist toll. Vielen, vielen lieben Dank. Da hat sie mir ein... Also so ist das dann nachher drauf. Es ist ein Clip. Paperclip. Also für meinen Happy Planner. Oh, du bist ein Riesenschatz. Vielen, vielen tausend Dank. Da freue ich mich sehr drüber. Das ist toll. Moment mal, den räume ich mal beiseite. Das ist toll. Oh, da freue ich mich riesig drüber. Und wir haben Sticky Notes. Hat sie auch, glaube ich, wieder mit der Photo Fuse. Da ist sie auch talentiert, ne? So kleine Täschchen mit der Fotofuse ist genial. Ich habe schon einige bekommen von ihr und das bleibt auch alles drin. Ne? Da brauche ich nur einmal vor, einmal zurück und dann... man sieht sofort, was drin ist. Ne? Auf alle Fälle wollte ich mir das hier mal angucken. Das nehme ich mal ab, so könnt ihr das besser sehen. Und die sind so niedlich. Genau wie das hier. Oh, finde ich ja hervorragend. Oh, ich finde das so toll. Oh, und hier hinten sind auch noch ganz viele. Die sind toll. Oh, da freue ich mich. Die sind echt toll. Und so viele. Oh, vielen lieben Dank. Ja, die kommen. Ich versuche die mal wieder zurückzupacken. Wenn mir das gelingt. Ja, manchmal ist echt schlimm, ne? Also, wenn das Papier so einzeln ist, sage ich jetzt mal. Im Moment, das dauert auch zu lange. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Freue ich mich riesig. So, und wir haben die Schachtel nicht zu vergessen. Ah, hier mit den weißen... Nee, das sind nicht weiße. Das sind so irisierende Schneeflocken mit Halbperlen drauf. Hier ist die 13 wieder aus diesen Jelly Drills. Hier hat sie auch diese Schneeflocken und Sternchen verwendet. Und also die Idee finde ich ja immer noch toll, ne? Also... Finde ich so toll. Ne, also von der Warte, ne, hier ist so schön abgerundet und von der Warte eine Schachtel gemacht und das andere ist als mit Deckel rüber. Ne? Nicht toll. Ne, also wenn ich das mache, vielleicht mit Magneten oder mit Klettband, also mit Klett, ist bestimmt auch ganz toll. Finde ich super. Ja, man kann ja nicht nachmachen. Ne? Also ich bin ja nicht so gerne nachmache. Also wenn dann so einen kleinen eigenen Stil rein. Aber wollen wir mal schauen. Wir haben hier ganz tolle Herzen. So irisierende Herzen. Oh, die sind auch schön. Der weiße hier vor allen Dingen, den finde ich ganz toll. Gucken, wo ich mit denen ran mache. Der ist echt schön. Ja, da haben wir den grüne, rote, neutral rote, also so ein gelber,
zwei gelbe. Also die sind ganz toll. Super, vielen, vielen Dank. Wir haben... Was haben wir hier Schönes? Oh, das ist toll. Und sowas habe ich noch gar nicht. Das sind solche... Wie sagt man denn? Meerjungfrauen? So Fisch. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Auf alle Fälle sind die ganz toll. Und die habe ich noch überhaupt nicht. Da hat sie mir auch gleich 5 Stück von eingepackt. Ich glaube, einmal in Blau, einmal in Lila, wenn mich das nicht täuscht. Ich glaube, der ist so lila. Ja. Auf vielen, vielen lieben Dank. Den dreh ich mal um. Ist das noch eine andere Farbe? Nee. Aber da freue ich mich. Der dreht sich nicht. Dreht sich doch. Dreht sich wohl. So. Jetzt kann ich den auch. So. Das finde ich ganz toll. Also davon habe ich noch gar keinen. Also sowas habe ich noch gar nicht. Vielen Dank. Oder freue ich mich. Oh, wieder Naschikugel. Yummy, yummy. Dann haben wir einen Schneemann. Oh. Nee, das ist ein Nussknacker. Oh, ist auch lecker. Lecker, lecker. Schoki. Also Schoki zu Weihnachten geht immer. Dann haben wir... Ah, hier solche... das sind Blätter. Und zwar sind die so... So viele, warum hast du so viele eingepackt? Ich meine, du hast dich ja eh mit dem Kalender überhaupt total übertroffen, muss ich sagen. Aber die sind, ja, so Blätter. Die haben da ein Loch, also links und rechts ein Loch. Also entweder die kann man aufkleben oder die kann man, also das, die sind Acryl. Nee, also die sind so Acryl. Ihr hört's. Die sind ganz toll. Also die würde ich zum Eingießen nehmen. Nee, nicht zum Eingießen. Ich gieße ja nicht ein. Dadurch, dass sie so irisieren, würde ich die für Schüttelkarten oder sowas benutzen. Man kann ja alles auf Schüttelbasis machen, ne? Das heißt ja nicht immer nur Schüttelkarten. Man kann Flipbook mit Schütteln machen. Man kann ja eine Goodie Bag als Schüttel machen. Und. Man kann ja so viel, ne? Oder fusen. Wer eine Fuse bekommt oder hat. Ja, nur als... Und wir haben hier so kleine blauen... kleine blaue Sterne. Meine Herren, Wortfindung ist auch um diese Zeit echt... Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Auf alle Fälle ist das schon recht spät. Das habe ich heute nicht früher geschafft. Ja, irgendwie sehen die in der Kamera silber aus. Aber nein, die haben so einen blauen Blautouch, ganz ehrlich. Oh, vielen Dank dafür auch. Und ja, da freue ich mich eigentlich auch täglich drüber. Washi-Tee. Rote Herzen und weiße Herzen. Ganz, ganz toll. Oh, da freue ich mich. Vielen, vielen lieben Dank. Und das, da wisst ihr ja mittlerweile, das geht zu Weihnachten raus. Oh, da freue ich mich. Das ist echt ganz toll. Ja, das war der Adventskalender von meiner lieben Yvonne. Da hat sie sich wieder völlig selbst übertroffen. Ich bedanke mich. Und wir sehen uns morgen am 14. Tschüssi!